Liebe Freunde des Feuers, schon etwas herbstlich hier am Kreuzberg und heute gibt es einen Lammrücken mit Filet. Ich komme soeben von unserem Schafbauern der Familie Schneidhofer am Althammerhof hier direkt bei uns am Kreuzberg und habe einen Lammrücken geholt und gestern zerlegt worden. Schaut euch das an. Wunderschön. Und da kommt jetzt wieder nur Salz, Pfeffer und etwas gemahlener Zimt drauf. Dann wird es wieder vakuumiert. So einfach geht's. Das Fleisch ist jetzt an Bord. In der Alufolie sind Kartoffeln und die Alarmtemperatur habe ich mir auf 60 Grad gestellt. Das Lamm ist rosa bei 62 Grad und durch bei 68 Grad. Nach bereits einer halben Stunde waren die 60 Grad erreicht, etwas schnell. Ich habe das Fleisch jetzt gewendet mit der Schwarte nach unten. Und wenn das so schnell geht, muss ich auch was tun, damit die Kartoffeln schneller durch werden und habe sie jetzt direkt auf die Keramikplatte gelegt. Die goldene Mitte, 65 Grad sind erreicht und die Kartoffeln sind jetzt auch weich, ich habe einmal hineingestochen. Dann werden wir das mal anschneiden, meine Lieben. Wunderschöne Farbe, der Zimt riecht auch köstlich. Als Rechtshänder muss ich jetzt das Handy weglegen und brauche ein zweites Werkzeug zum Auseinanderschneiden. Also noch leicht röserlich, genau wie es meine Damen lieben. Ich habe sie ja lieber noch rosaner, da wäre eher 62 Grad angesagt gewesen. Aber das schaut einmal wirklich super aus. Das vergaß ich vorhin zu erwähnen. Bevor ich das Fleisch zerteilt habe oder herausgenommen habe, habe ich es noch etwa 15 Minuten rasten lassen, ein bisschen Olivenöl mit Rosmarin und es war fantastisch. Die Fleischqualität ist eben auch wirklich bekannt gut von diesen Bauern und was wir vom Keramikgrill ja mittlerweile schon wissen, ist, dass er so unglaublich saftige Produkte erzeugt. Also alles, was ich da drinnen mache, war immer saftig. Es gibt kein trockenes Fleisch im Keramikgrill. Das ist also schon mal sensationell. Beim Gemüse das gleiche. Champignons, Zucchini, immer super. Und was auch interessant war jetzt beim Geschmack des Lammfleisches, ich habe ja heute nicht gesmoked und habe völlig indirekt gearbeitet, Keramiksteine dazwischen, also es war niemals ein Kontakt direkt über der Kohle mit dem von dem Fleisch und es hatte dennoch einen wunderbaren holzigen Geschmack, also von der Holzkohle, wie man es kennt und ich bilde mir ein, nein, ich bilde mir es nicht ein, sondern es hatte auch einen gewissen rauchigen Geschmack und da habe ich jetzt nur eine Vermutung, nämlich dass in dem Garraum in der Keramik ein bisschen von diesen Rauchpartikeln zurückgeblieben ist, von den letzten Jobs, die alle drei Smoke-Jobs waren und dass das dann noch ein bisschen länger auch anhält, also auch wenn es jetzt nicht direkt gesmoked wird, dass von diesem Flavor sozusagen was übrig bleibt. Also ich bin schon wieder begeistert, ich hoffe ihr auch und ihr lasst mir hoffentlich einen Kommentar da, ein Like und ein Abo. Danke, bis zum nächsten Mal.